Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Heute ist der 7. Februar 2023, 10 Uhr vormittags, und ich bin sehr aufgeregt, weil ich Ihnen heute Herrn Professor Dr. Christian Spannagel vorstellen darf. Herr Spannagel ist Professor für Mathematik und ihre Didaktik mit Schwerpunkt Informatik und Implementierung neuer Medien. Das klingt schon mal wirklich sehr beeindruckend, an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, und ist mir bekannt, weil er eben in vielfacher Hinsicht sich über didaktische Fragen des Einsatzes von Informationstechnologien Gedanken macht und das auch in Zirkeln macht, die halt so für einen Hochschullehrer wie mich erreichbar sind. Also zum Beispiel, um Ihnen hier jetzt nur ein Beispiel zu nennen von dem, was er in letzter Zeit so publiziert hat, möchte ich Ihnen das hier zeigen. Das ist ein Aufsatz, über den ich auf ihn gestoßen bin. Ein Aufsatz, der sich eben mit ChatGPT und der Zukunft des Lernens, Evolution statt Revolution, beschäftigt und der im Hochschulforum Digitalisierung erschienen ist. Das ist sowas, was für jemanden wie mich leicht zugänglich ist. Aber als ich dann gelernt habe, mit wem ich es hier zu tun habe, das ist dann der Grund, warum ich aufgeregt bin, habe ich gelernt, dass Herr Spannagel in einem früheren Leben und in einem bald wieder auftauchenden Leben auch diesen Kanal hier betreibt, einen YouTube-Kanal namens Math Masses, und da mit wirklich technisch ausgesprochen einfach gemachten Videos. Im Wesentlichen steht er, man sitzt ja eh vor einer grünen Tafel und erzählt etwas über Mathematik in den erfolgreichsten dieser Videos, über 2 Millionen Aufrufe generiert hat. Also man muss sich das als Jurist oder Juristin wirklich auf der Zunge zergehen lassen. 2 Millionen Aufrufe vor einer grünen Tafel über das Sieb des Eratosthenes. Habe ich heute auch gelernt, was das ist und dass das mit Primzahlen zu tun hat. Und das tut er eben auch. Also er macht neben dem, was er in seinem Fach tut und neben dem, was er in seiner Hochschullehre an seiner Hochschule tut, eben auch sehr viel an Mathematikvermittlung und an Mathematikdiskussion mit Laien und Laien, aber auch mit seinen Studierenden. Das ist jetzt vielleicht der letzte Hinweis, den ich noch Ihnen hier in der Vorrede präsentieren möchte. Er schreibt eben nicht nur über ChatGPT, sondern er setzt das dann auch offensichtlich in der Lehre ein und hat mit seinen Studierenden so ein Rulebook oder für seine Studierenden so ein Rulebook entwickelt, was man denn jetzt in dieser Veranstaltung tun darf und was nicht. Und ich will Ihnen nur den allerersten Satz vorlesen. You may use any media and tools in my course that you find useful. This also applies to AI tools such as ChatGPT, which can be very helpful in generating ideas and writing texts, for example. Also das ist ein, wie ich sagen möchte, doch sehr sehr proaktiver und diese Technologien sehr positiv bewertender und in die eigene Lehre integrierender Ansatz. Warum das so ist, steht unter anderem in diesem Aufsatz, aber vielleicht erzählen Sie uns das mal jetzt ganz am Anfang einleitend, Herr Spannagel. Warum tun Sie das? Warum dürfen Ihre Studierenden ChatGPT einsetzen und warum sollen Sie das vielleicht sogar? Und wozu führt das auf Seite der Studierenden? Ja, also erstmal herzlichen Dank für die Einladung und auch guten Morgen an alle, die zuschauen. Ja, also KI-Systeme werden in der Zukunft in unserer Welt ganz natürlich vorhanden sein, wie andere Werkzeuge auch, also Taschenrechner beispielsweise und so weiter. Und aus meiner Sicht ist es wichtig, dass Studierende lernen, mit diesen Werkzeugen umzugehen, auf vernünftige, reflektierte Art und Weise. Und die beste Situation, in der sie das können, ist eben in den Lehrveranstaltungen. Ich muss dazu sagen, meine Studierenden sind auch zukünftige Lehrerinnen und Lehrer. Das heißt, ich unterrichte Lehramtsstudierende, die später auch in der Schule ihrerseits wiederum ähnliche Lernprozesse begleiten mit ihren eigenen SchülerInnen. Und insofern müssen natürlich meine Studierenden den Umgang mit KI-Systemen lernen, insbesondere in Bildungskontexten, weil sie ihrerseits zukünftig in ihren eigenen Bildungskontexten das auch selbst mit begleiten und gestalten müssen. Ja, so, ja, genau. Gut, und wozu führt das? Finden die Studis das toll oder finden die das eher schwierig, weil sie ja selbst noch nicht so genau wissen, vermutlich, wie man das jetzt einsetzen kann und man da ziemlich schnell autodidaktisch unterwegs ist? Oder wie ist so die Stimmung? Das ist so eine spannende Frage, auf die ich selbst gespannt bin, weil ich bin gerade momentan in der schönen Situation, dass ich ein Forschungssemester habe. Das heißt, ich habe momentan keine Lehrveranstaltung. ChatGPT und diese KI-Welle sozusagen bei mir direkt in mein Forschungssemester hineingerauscht, sodass ich jetzt jede Menge Zeit habe, auch mich damit intensiv auseinanderzusetzen. Und ein Produkt waren diese Regeln, die ich im nächsten Semester einsetzen werde. Also ich kann dann im nächsten Semester berichten, wie die Studierenden das empfinden.
Ich habe mir sozusagen vorbereitend für das nächste Semester mir Gedanken gemacht, wie möchte ich denn im nächsten Semester mit den Studierenden gemeinsam mit diesen Werkzeugen arbeiten. Oh, jetzt höre ich Sie gerade nicht. Ich glaube, ja. And it's a tool, not a bug. Die Regeln, die Sie entwickeln, entwickeln Sie die selbst oder ist das eine hochschulstrategische Aufgabe, die Sie da sozusagen nur kommunizieren? Also gilt das nur bei Ihnen oder gilt das an der ganzen Hochschule? Nee, die Regeln habe ich für meine Lehrveranstaltung gemacht. Ja. Also die Hochschulen jetzt beginnen ja sozusagen jetzt das Phänomen wahrzunehmen und hier und da sieht man schon, dass die einzelne Richtlinien und Regeln und Hinweise entwickelt werden. Ich war damit wahrscheinlich einfach sehr früh auch, weil ich mich relativ früh damit beschäftigt habe und dann ja, für mich gedacht habe, wie gehe ich denn jetzt damit um in einem Kontext, in dem es noch keine Regeln von außen gibt? Ja, die Prämisse auch in Ihrem Aufsatz und jetzt auch in der Einleitung, wie Sie sie gebracht haben, ist ja die, dass ChatGPT und ähnliche große KI-Systeme im Wesentlichen nur halt eine weitere Generation von Hilfsmitteln wären. Also so wie man halt früher, ich weiß nicht, das Geodreieck eingeführt hat oder den Taschenrechner. Oder den Abacus, gibt es halt jetzt irgendwie KI-Systeme. Stimmt das wirklich? Ja und nein. Also klar, es ist ein weiteres kognitives Werkzeug und es gibt so eine Theorie, die ich in dem Zuge mal rausgezückt habe, die schon relativ alt ist, nämlich die Theorie der verteilten Kognition, Distributed Cognitions, die davon ausgeht, dass Kognition, Informationsverarbeitungsprozesse, Prozesse der Wissensspeicherung und so weiter, nicht nur im Kopf einer einzelnen Person stattfinden, sondern verteilt über ein System. Also ein System aus Menschen, Werkzeugen, Artefakten und so weiter. Also wenn man ein typisches Beispiel ist, der Taschenrechner, ne? Der Taschenrechner rechnet bestimmte Dinge, die ich normalerweise in meinem Kopf rechnen müsste. Ich lagere sozusagen kognitive Prozesse an ein Werkzeug aus, das bestimmte übernehmen kann. Der Taschenrechner oder der Computer, Tabellenkalkulation und so weiter, machen dann die stupiden Rechnungen, die mein kognitives System, mein eigenes, belasten würden. Und mein kognitives System erhält dadurch freie Ressourcen, die ich nutzen kann für andere Dinge, für höherwertige Aufgaben beispielsweise. Also ich überlege mir, was will ich denn rechnen, was ist das mathematische Modell, welche Hypothese möchte ich testen und so weiter. Und die einfachen Rechnungen werden vom Werkzeug übernommen. So, im Sinne dieser verteilten Kognition, ja, entlastet mich das Werkzeug. Und KI-Werkzeuge ist letzten Endes ähnlich zu sehen. Also ich kann sozusagen an das KI-Werkzeug bestimmte Prozesse auslagern, beispielsweise Textformulierungsprozesse. Ja, also wenn ich einen Text schreiben will und habe eine Schreibblockade oder so, ne, dann kann ich zum Beispiel in ChatGPT gehen und mir einen ersten Entwurf ausgeben lassen und kann mich dann an die Überarbeitung machen und vielleicht noch stärker inhaltlich drüber nachdenken und so weiter. Insofern ist es nichts anderes als das, was wir bislang auch sozusagen im Sinne der verteilten Kognition hatten. Natürlich kommt schon eine neue Qualität dazu, weil ich jetzt erstmals natürlich sprachlich mit einem Informationsverarbeitungssystem kommunizieren kann und das relativ breit angelegt ist und jetzt nicht spezifisch für einen bestimmten Inhaltsbereich wie der Taschenrechner oder so, sondern es kann mir praktisch zu beliebigen Inhalten grundsätzlich bestimmte Prozesse abnehmen und das ist natürlich schon eine neue Qualität. Ja. Ja, jetzt ist mein Mathematikunterricht schon ziemlich lange her, aber ich erinnere mich daran, dass es da durchaus auch Diskussionen gab, ab wann man welche Hilfsmittel einsetzen könnte, also auch der Taschenrechner ja erst ab einer gewissen Stufe eingesetzt wurde. Und bei den Juristen, da ist meine Erfahrung jetzt nicht so lange her, da ist es so, dass es extreme Zurückhaltung gibt in der Ausbildung, was die Auslagerung von Wissen betrifft. Also in der gesamten universitären Ausbildung, insbesondere in Deutschland, ist aber auch zum Großteil in Österreich, ist es so, dass man im Wesentlichen mit dem Gesetzbuch da sitzt und dann mit der Hand einen Fall löst, ohne irgendein ausgelagertes Wissen. Wenn man das jetzt hochrechnet, dann würde ich vermuten, dass es beim Einsatz von KI-Systemen erst recht entsprechende Zurückhaltung geben wird, weil ja, glaube ich, schon auch ein Unterschied darin besteht, dass in dem System manchmal Dinge rauskommen, die den Fragenden überraschen. Anders als beim Taschenrechner, wenn ich keine Ahnung habe und dem Taschenrechner was eingebe, kommt nichts Sinnvolles raus. Ja, wenn ich bei ChatGPT keine Ahnung habe, kommt mitunter was erstaunlich Sinnvolles raus. Also da ist schon vielleicht auch noch ein qualitativer Unterschied. Und meine Frage ist daher jetzt eine dreifache. Erstens, gibt es diesen qualitativen Unterschied? Zweitens, wie würden Sie erwarten, dass dieser qualitative Unterschied sich auf die
auf die Zulässigkeit der Auslagerung des Wissens in Hochschulen und in Schulen auswirken wird? Und drittens, was hielten Sie dafür richtig? Also wird dieser zu erwartende Zugang auch der richtige sein? Ja, also der qualitative Unterschied ist da, weil ich ja bislang, also jetzt, ich denke jetzt mal wieder aus Mathematik-Sicht, bislang konnte ich zwar Rechnungen auslagern an einen Taschenrechner oder ein anderes System, aber bei Textaufgaben beispielsweise musste ich trotzdem die Antwort selbst formulieren und das Ganze einordnen und so weiter. ChatGPT diktiert mir praktisch die komplette Antwort unter Umständen, ne? wenn ich es richtig bedienen kann und so. Das ist nochmal eine andere Frage. Natürlich braucht man Prompt-Engineering-Kompetenz und so weiter, um dann ein gescheites Ergebnis rauszukriegen. Aber es diktiert mir letzten Endes die Antwort, die ich einfach abschreiben brauche. Das ist schon etwas anderes als bislang. Ja. Sie haben vollkommen recht. In der Lehre, also im Alltag und Beruf ist es natürlich super. Ne? Da kann ich das System einsetzen. Ne? Warum sollte ich auch nicht? Weil es befreit mich von bestimmten Dingen, kann mich um andere Dinge kümmern. So. Ja. In der Lehre ist natürlich eine andere Sache, weil die Studierenden oder die SchülerInnen bestimmte kognitive Prozesse lernen müssen, die theoretisch auch das KI-Werkzeug erledigen könnte. So. Mhm. Und da muss man sich natürlich überlegen, in welchen Situationen lasse ich es zu und in welchen nicht zu. Ich habe beispielsweise in meinen Regeln, die Sie vorhin gezeigt haben, auch eine Klausel drin, in der ich den Studierenden sage, in bestimmten Situationen lasse ich bestimmte Werkzeuge nicht zu, dann begründe ich ihnen aber auch, warum nicht. So, und das wird vermutlich in der Zukunft auch, genau, hier keine Regeln und Ausnahmen. Das wird in Zukunft noch stärker in den Fokus rücken, dass man in den Lehrveranstaltungen jeweils situationsspezifisch entscheiden muss, welches Werkzeug ist zugelassen und welches nicht. Also um ein Beispiel zu nennen, jetzt aus der Mathematik. Natürlich müssen SchülerInnen lernen, Prozentrechnung. Das heißt, bestimmte Vorstellungen aufbauen, mentale Vorstellungen von was sind Prozente, Grundwert, Prozentwert und so weiter. Wie hängt das zusammen? Wie kann ich das miteinander überführen und so? Also die Grundvorstellungen brauchen SchülerInnen oder Menschen generell von Prozentrechnung. Später dann können sie natürlich an ein Tabellenkalkulationssystem beispielsweise im Kontext der Zinseszinsrechnung einfach mal 100 Prozentwerte ausrechnen lassen mit einem Klick oder einem Zug. Das müssten die alle selbst machen normalerweise, aber so könnte man über 100 Jahre beispielsweise die Entwicklung eines Kontostands verfolgen. Das muss man dann selbst nicht mehr ausrechnen. Da ist das Werkzeug wiederum sinnvoll. Nur es bringt mir nichts, das Werkzeug zu benutzen und dort eine Zinseszinsrechnung zu vollziehen, wenn ich nicht selbst schon vorher weiß oder interpretieren kann, was die Prozentzahlen, die da stehen, auch bedeuten. Das heißt, in bestimmten Kontexten werde ich diese Werkzeuge nicht zulassen und in bestimmten Kontexten werde ich sie zulassen. Ja, da gibt es eine Frage dazu, die ganz ähnlich ist, nämlich ob die Auslagerung des Wissens das richtige Konzept wäre, weil ob LLMs tatsächlich Wissen kodieren, ist ja in Diskussion. Ja, ich würde jetzt die ChatGPT und so weiter, also wir reden ja nicht nur über ChatGPT, sondern über die KI-Systeme, die so sind wie ChatGPT, da wird es ja in Zukunft mehrere geben. Ich würde jetzt nicht im Sinne von Auslagerung von Wissen betrachten, genau wie der Kommentar sagt, ist ChatGPT ja ein Sprachmodell und kein Wissensmodell. Das heißt, es enthält nur Informationen über statistische Eigenschaften von Sprache. So. Ja. Also da geht es nicht um Wissenauslagerung, da geht es um die Auslagerung von kognitiven Prozessen oder von Informationsverarbeitungsprozessen oder so. Also ich kann jetzt nicht Wissen auslagern oder ich würde jetzt zumindest das nicht in diesem Kontext eher unter dem Begriff des Wissens sehen, sondern eher unter dem Aspekt der Formulierung von Texten. Ja, also ich kann ChatGPT ja sagen, er soll mir einen Text formulieren und er macht das auch. Das hätte ich normalerweise selbst machen müssen, also habe ich diesen Prozess an das Werkzeug ausgelagert. Ja, jetzt war noch eine Frage von vorher offen. Übrigens, LLM für die Juristinnen hier steht nicht für Master of Laws, wie sonst üblich, sondern für Language Learning Model. Also sieht man auch, dass man Akronyme unterschiedlich verwenden kann. Jetzt war eine Frage, die vorher noch offen war, die, wie Sie glauben, dass sich Hochschulen positionieren werden und vielleicht auch, wie sich Hochschulen positionieren sollen an dieser Stelle, wenn es eben darum geht, jetzt festzuhalten, was ist Prozentrechnen, was der Einzelne, die Einzelne lernen muss und dann auslagern kann, nachdem er oder sie es begriffen hat.
und was ist etwas, worauf eben verzichtet werden kann. Ist das eine Frage, also erste Frage, wie glauben Sie, werden sich deutsche Hochschulen positionieren oder deutschsprachige Hochschulen? Und zweite Frage, wie sollten Sie sich an der Stelle positionieren? Ist das etwas, was man strategisch entscheiden muss? Oder ist das etwas, wo jeder Lehrveranstaltungsleiter, jede Lehrveranstaltungsleiterin, so wie Sie das jetzt gerade machen, sozusagen selbst entscheiden können muss, wie es läuft? Das ist eine strategische Frage, ziemlich sicher. Also beides, ja. Also im Einzelnen, im Kleinen muss natürlich jeder Lehrende, jede Lehrende entscheiden, ob sie in der spezifischen Situation das Einzige ist oder nicht. Aber hinsichtlich der Vorgaben, die gegeben werden durch das Modulhandbuch und den Studienplan. Also eigentlich muss man sich überlegen, welche Kompetenzen sollen denn die Studierenden in bestimmten Bereichen erwerben? Die werden ja festgelegt im Curriculum, im Studienplan. Das heißt, man wird zukünftig bei Modulhandbuchüberarbeitungen entscheiden müssen, an welchen Stellen vielleicht bestimmte Werkzeugtypen noch stärker eine Rolle spielen sollen und welche nicht. Also so stelle ich mir vor, dass man beispielsweise in bestimmten Modulen fordert, dass Studierende den reflektierten und vernünftigen Einsatz von KI-Werkzeugen zur Erzielung des von XY und so weiter erlernen sollen. Und es wird aber auch drinstehen, dass sie bestimmte Kompetenzen erwerben sollen, die theoretisch auch KI-Systeme könnten, die sie aber selbst können müssen und anschließend auch geprüft wird. Also das wird eine Aufgabe sein, die die Hochschulen natürlich strategisch machen müssen, durch die Überarbeitung der Studiengangsdokumente. Momentan nehme ich die Diskussion aber eher so wahr, dass sich alle um die Prüfungen Gedanken machen und weniger ums Lernen und Lehren. Das heißt, momentan wird eher so diskutiert, ja, können wir noch Hausarbeiten machen und so weiter und wie kriegen wir es hin, dass die Studierenden nicht cheaten bei den Prüfungen. Der weitaus wichtigere Teil aus meiner Sicht wird aber tatsächlich sein, sich Gedanken zu machen, wie überarbeiten wir die Studienpläne hinsichtlich des Vorhandenseins neuer Werkzeuge. Ja, und da würde ich gleich einsetzen und zwar schon wieder mit zwei Fragen. Die erste wäre, findet sich denn irgendetwas in den existierenden Mathematikstudienplänen, wo man das jetzt integrieren kann oder bewegen Sie sich da sozusagen jetzt gerade jenseits des geltenden Rechts mit Ihren Studierenden? Das ist die erste Frage. Und die zweite noch wichtigere Frage ist, was sind denn eigentlich die Kompetenzen für Mathematik, also zukünftige Mathematiklehrerinnen und Lehrer vor dem Hintergrund? Weiß man denn das überhaupt? Ja. Ja, also da bewegen wir uns, glaube ich, in einem Feld, in dem jetzt sozusagen wir uns alle Gedanken machen müssen. Ja. Die erste Frage, wie ist es momentan schon? Also, was die Mathematik betrifft, ist es ja so, es ist nicht vollkommen neu für uns, mit solchen Werkzeugen umzugehen. Ja. Gerade in der Mathematik ist es so, dass wir immer schon kognitive Werkzeuge hatten, an die man bestimmte Prozesse auslagern konnte. Der Taschenrechner als eins der ersten, also früher Abacus und so weiter, klar, aber ich meine, das war digitale Werkzeuge oder elektronische Werkzeuge, Taschenrechner und dann später mit Aufkommen der Computer Tabellenkalkulationssysteme, Computeralgebrasysteme und dynamische Geometriesysteme. Also wir sind eigentlich sozusagen die ganze Zeit schon mit solchen Werkzeugen unterwegs und überlegen, und im Kontext dieser Werkzeuge wird auch immer überlegt, für welche Aufgaben verwendet man am besten die Werkzeuge und für welche nicht und so. Also ich glaube, in der Mathematik sind wir diesen Gedankengang gewöhnt, sodass es uns nicht so schwer fallen wird, vielleicht im Vergleich zu anderen Disziplinen, das kann ich nicht einschätzen, auch solche Werkzeuge dann als neue vierte Generation oder sowas mit aufzunehmen und zu überlegen, in welchem Kontext es Sinn macht und in welchen nicht. Und ich habe auch den Eindruck, dass in der Mathematik diese Werkzeuge jetzt zunächst mal vielleicht noch nicht so gut einsetzbar sind wie in anderen Disziplinen, weil ChatGPT kann ja noch nicht, also macht viele mathematische Fehler. Ja. Es wurde zwar neulich überarbeitet, irgendwie, da wurde irgendwas mit Mathematik gedreht, dass es besser wird. Aber wir haben in der Mathematik leistungsfähigere Mathematikwerkzeuge, an die man Prozesse auslagern kann, die verlässlicher zu richtigen Ergebnissen führen als das KI-System. Ja. Der Unterschied ist allerdings, dass ich dem KI-System natürlich die komplette Aufgabe einfach diktieren kann, also die Textaufgabe geben kann und ein Ergebnis bekomme. Und bei den anderen Systemen muss ich sozusagen selbst das mathematische Modell erstellen und dann in einer komplizierteren Syntax oder so das in den Computer eingeben, um dann das Ergebnis rauszubekommen. Insofern wird es spannend sein, zu überlegen, in welchen Situationen machen denn diese KI-Systeme Sinn, auch
unter dem Aspekt, dass eben zurzeit einfach noch viele mathematische oder vielen Situationen mathematische Fehler gemacht werden. Man könnte ja auch überlegen, dass man ein KI-System einsetzt, es Fehler produzieren lässt und mit den Studierenden oder den SchülerInnen genau diesen in den Blick nimmt und überlegt mal, das ist falsch. Warum ist das falsch? Warum hat wahrscheinlich das KI-System dieses Ergebnis ausgegeben und wie müsste es denn richtig lauten und so weiter? Das wäre auch eine Gelegenheit oder eine Möglichkeit, damit umzugehen. Ja, ich glaube, Sie haben auf LinkedIn oder irgendwo ja auch mehrere Beispiele gezeigt von Textaufgaben, bei denen ChatGPT ganz fundamentale Sachen nicht kann. Also zum Beispiel Exponentialrechnung ist irgendwie schwierig offensichtlich. Also meine Frage, die sich daraus dann ergibt in Bezug auf Ihre Ansprüche, wie Sie sie auch in Ihrem Rulebook formulieren, wenn ich denn dann also als Student oder Studentin einerseits ChatGPT einsetzen kann, aber andererseits auf die also selbst hafte für alle diese Fehler, dann muss ich ja am Ende vermutlich all das doch erst recht wieder manuell rechnen, weil ich ja eben nicht weiß, ob ChatGPT Exponentialfunktionen richtig oder falsch berechnet. Und ja. Wo liegt dann eigentlich die Erleichterung? Das ist richtig. Also deswegen glaube ich auch, dass die KI-Systeme nicht dazu führen werden, dass wir selbst weniger wissen müssen. Oder so, ne? So, dass man eben die kognitiven Prozesse werden an die KI-Systeme ausgelagert und wir werden dann befreit davon und können uns um andere Dinge, also um weniger kognitive Dinge kümmern, beziehungsweise wir müssen nicht die kognitiven Prozesse beherrschen, die das KI-System kann. Das Gegenteil wird der Fall sein. Wir müssen weiterhin auch diese Prozesse selbstständig durchführen können, um beurteilen zu können, ob das, was die Maschine uns gibt, denn tatsächlich auch sinnvoll ist. Ein klassisches Beispiel ist der Pilot, die Pilotin im Flugzeug. Die muss das Flugzeug auch selbst landen können, wenn das Cockpit ausfällt. Ja, wir müssen ja unabhängig bleiben von den Systemen. Und genauso wird es auch in der Mathematik sein. Mit KI-Systemen müssen die Studierenden, die SchülerInnen mit Exponentialfunktionen umgehen können, ein Beispiel, um eine Aufgabe auch beurteilen zu können, die dem System gegeben wurde. So ein System kann natürlich eingesetzt werden, beispielsweise zur Kontrolle der eigenen Lösung. Also ich habe eine Lösung entwickelt und jetzt nehme ich das System und schaue mal, ob das Gleiche rauskommt und wo liegen die Unterschiede und so weiter. Vielleicht habe ich was übersehen. Also in der Mathematik ist es häufiger so, dass man vielleicht Sonderfälle übersieht. Vielleicht kann das System dabei helfen, solche Sonderfälle zu identifizieren, an die man gar nicht gedacht hatte oder so etwas in dieser Art. Das heißt, das System wird eben, wir müssen trotzdem sozusagen das System entsprechend fachlich beurteilen, in der Lage sein, das System und die Ergebnisse des Systems fachlich beurteilen zu können. Und das muss man den Studierenden auch klar machen. Das wird auch eine dieser Begründungen sein, weswegen in bestimmten Situationen das System nicht eingesetzt werden soll, weil sie nämlich eben in die Lage versetzt werden sollen, in Zukunft das System in solchen Situationen einzusetzen, aber dann vorab schon entsprechende Kompetenzen erworben haben müssen. Das klingt für mich einerseits so, als würde sich gar nicht so viel ändern, und es klingt auf der anderen Seite für mich bemerkenswert unaufgeregt, wie Sie das jetzt gerade so schildern. Und ich frage mich gerade, ob das eine individuelle Eigenschaft von Ihnen ist oder ob das an Ihrem Fach liegt, das Sie repräsentieren mit der Mathematik. Denn ich will Ihnen kontrastierend dazu erzählen, was so bei den Juristinnen ein wenig los ist so gerade. Also da ist eigentlich seit 5 Jahren, noch lange vor ChatGPT, ein klassischer Vortragstitel gewesen, ob uns jetzt und wann uns denn jetzt der Robo-Judge endlich ersetzen würde als Juristin oder Richter als Richter. Und je nach persönlicher Vorstellung des Vortragenden war das dann eine Dystopie oder eine Utopie, je nachdem. Ja? Also bei den Juristinnen, soweit ich es überblicke, ist da eine ungleich höhere Aufgeregtheit als jetzt gerade bei Ihnen deutlich wird. Ist das Ihre individuelle Einschätzung oder geht die über das ganze Fach? Und wenn sie über das ganze Fach geht oder Ihre individuelle ist, warum ist das so? Also verstehen Juristen einfach zu wenig davon? Also ich habe keine Ahnung, ob das meine individuelle Einschätzung ist oder die meines Fachs. Ich glaube, dass ich, weil ich in dem Fach schon mit zahlreichen Tools konfrontiert war oder bin, zu der Einschätzung komme, dass es jetzt im Bereich der Mathematik zu weniger disruptiven Entwicklungen kommen wird. Ja. Die Menschen werden einfach zukünftig weiterhin rechnen können müssen und mathematisch denken und mathematisch modellieren und mathematisch argumentieren und so weiter. Und da kann das Tool helfen, aber es wird nicht die Kognition ablösen oder die Mathematik ablösen. Darüber hinaus ist es auch so, dass man jetzt rein fachlich gesehen
gibt es Grenzen, zum Beispiel der mathematischen Beweisbarkeit. Man kann nicht alle mathematischen Sätze beweisen oder widerlegen und so weiter. Und man kann auch einem Tool nicht alle möglichen Beweisaufgaben geben, sodass es immer noch genug Arbeit für MathematikerInnen geben wird in Zukunft. So, was jetzt die Rechtswissenschaften anbelangt, glaube ich auch ehrlich gesagt nicht, es wird wahrscheinlich zu einem erheblich veränderten Arbeitsumfeld kommen, das glaube ich schon, also dass man stärker KI-Systeme einsetzen wird, um, jetzt müssen Sie mir helfen, ich kenne mich in Ihren Disziplin nicht aus, aber nach meiner Vorstellung eben um bestimmte bereits verhandelte Fälle, Rechtstexte und so weiter zu finden, Kommentare und das zusammenzutragen und zu einem Dokument zusammenzufassen, dass man früher alles mühsam selbst raussuchen musste aus Büchern und aus Texten und so weiter und selbst verfassen musste. Das werden KI-Systeme wahrscheinlich übernehmen können. Ich glaube aber nicht, dass der Beruf des Juristen oder der Juristin dadurch hinfällig wird. Es wird immer Juristinnen geben, die KI-Systeme benutzen. Ja? Und die müssen natürlich auch entsprechende Rechtsexpertinnen und Rechtsexperten sein, weil das, was das KI-System ausspuckt, immer noch anschließend durch das menschliche Wertesystem, Beurteilungssystem, Entscheidungssystem laufen müssen. Da werden dann nochmal andere Elemente eine Rolle spielen, die man nicht einem Computer oder einem Algorithmus übergeben möchte. Also gerade wenn es um Entscheidungen geht im juristischen Sinne, wird man vermutlich das als Empfehlung nehmen, das, was das AI-Tool herausgibt. Aber trotzdem wird man vielleicht dann nochmal den Fall konkret bewerten und nochmal andere Argumente heranziehen. Und insofern glaube ich, dass wir Rechtsexpertinnen brauchen, die genauso wie heute sowohl juristisches Wissen als auch juristische Denk- und Arbeitsweisen beherrschen müssen, die zum Teil KI-Systeme übernehmen, aber eben nicht vollständig und die aber mit den KI-Systemen arbeiten und beurteilen müssen, was die KI-Systeme eben ausspucken. Ich glaube, und man könnte sagen, okay, dann haben die Juristen später vielleicht mehr Zeit, um sich dann um die Klienten zu kümmern, um die zu beraten, emotional aufzufangen und so weiter. Das wäre eine optimistische Sicht. Ich glaube aber eher, dass es in die Richtung läuft, dass die Effizienzsteigerung, die durch die KI-Systeme kommen wird, dazu führen wird, dass die Juristen mehr Fälle bearbeiten und es weniger Juristinnen geben wird. Das wird wahrscheinlich die Entwicklung sein. Ja, also so diese Verdrängung in das Emotionale und Weiche, das sehe ich, glaube ich, auch nicht so, zumal das typischerweise gar nicht so die Stärke der Leute ist und schon gar nicht das, worauf sie ausgebildet werden. Wir werden ja eben gerade nicht zu Mediatorinnen oder Psychologinnen ausgebildet. Es gibt, aber trotzdem ist es so, da schreibt auch jemand, dass eben zwischen Lösen und Richtiglösen in der Mathematik genauso wie in der Juristerei ein Unterschied ist und dass es vermutlich noch eine Zeit lang Menschen sein werden, die beurteilen werden, wo der Unterschied liegt. Jetzt fragt jemand zur Mathematik nochmal nach, und eigentlich gilt es ja auch für die Rechtswissenschaften, wie man denn das dann erklären könne, dass irgendwann mal ein Schüler, eine Schülerin was lernen müsse, was die KI doch ganz schnell und viel schneller lernen müsste. Ich glaube, Sie haben es gesagt, aber vielleicht wollen Sie es nochmal sagen. Nee, das wird eine Schwierigkeit sein, klar. Das ist ja auch jetzt eine Schwierigkeit. Ne? Wie erkläre ich jemandem, dass er nicht den Taschenrechner benutzen soll, obwohl er ihn benutzen könnte? Das ist nichts Neues. Ja? Und das Problem haben wir ja immer schon. Es wird natürlich verstärkt werden durch KI-Systeme. Man muss es inhaltlich begründen. Ja? Also warum muss jetzt jemand Prozentrechnen lernen beispielsweise? Das wird die Aufgabe der Lehrerinnen und Lehrer sein, das inhaltlich schlüssig zu begründen, warum das jetzt nicht von einem digitalen System abgenommen werden soll. Mhm. Ich gehe davon aus, dass viele sozusagen das Argument zücken werden, naja, in der Prüfung später habt ihr sozusagen keine Hilfsmittel zur Verfügung, dann müsst ihr es auch so können. Ne? Das ist sozusagen das extrinsische Argument. Das wird vermutlich an der einen oder anderen Stelle überzeugen. Also es macht keinen Sinn, die ganze Zeit Taschenrechner oder KI-Systeme in den Lernsituationen verwendet zu haben, um dann zum ersten Mal in der Klausur oder in der Prüfung, wo keine Hilfsmittel zugelassen sind, das dann ohne Hilfsmittel zu probieren. Das wäre dumm, das zu machen. Ja, das ist sozusagen das extrinsische Argument. Aber viel besser wäre es natürlich, wenn man inhaltliche Argumente findet und versucht, Schülerinnen und Schüler intrinsisch zu motivieren, die Systeme zu verwenden. Und da gibt es also auch Theorien. Es gibt die Theorie der selbstbestimmten Motivation von DC und Ryan. Die sagen, Menschen fühlen sich dann besonders selbstbestimmt motiviert, wenn sie sich als autonom, kompetent und sozial eingebunden wahrnehmen. Also meine Idee ist, in welche Richtung könnte das gehen?
Wir lassen die SchülerInnen das nicht zu Hause machen, weil Hausaufgaben sind die Situationen, in denen gecheatet wird. Ja? Mhm. Sondern die Kompetenzen, die sie ohne KI-Werkzeuge lernen müssen, müssen sie in der Präsenz, also im Klassenzimmer erwerben und dann gemeinsam mit den anderen sozial eingebunden. Also sie fühlt sich als sozial eingebunden, sie müssen gemeinsam einen bestimmten Prozess lösen. Da macht es keinen Sinn, dass sie KI-Systeme verwenden, weil sie sind ja im Klassenzimmer und so, sondern mit dem Mitschüler, mit der Mitschülerin müssen wir dann gemeinsam ein Problem lösen. Man kann sich gegenseitig helfen, unterstützen. Lehrer, Lehrerin läuft rum, gibt Feedback, schaut auf die Schulter. Das heißt, sozial Eingebundenheit ist ein Element. Ein zweites Element ist, dass man sich kompetent fühlt, also wahrgenommene Kompetenz führt dazu, dass ich auch motivierter bin, etwas zu machen. Wenn ich merke, dass ich kompetent in einem Prozess bin, den eigentlich ein KI-System könnte, aber ich kann es auch, dann motiviert mich das auch, diesen Prozess weiter durchzuführen. Ich schaffe das, ne? Ich kann das sogar alleine. Und wahrgenommene Autonomie. Wir wollen uns ja nicht abhängig machen von den Systemen und es fühlt sich auch gut an, autonom handeln zu können, ohne auf ein System angewiesen zu sein. Also das sind so drei Aspekte. Und was man natürlich noch hinzufügen muss, ist die inhaltliche Relevanz. Also tatsächlich inhaltlich zu argumentieren, warum ist es wichtig, dass man das kann. Also ich gehe jetzt mal in ein anderes Fach. Argumentieren zum Beispiel. Man kann ja im KI-System auch bitten, bestimmte Argumente zu liefern. Und da wird der Deutschlehrerin, die Deutschlehrerin wahrscheinlich auch das Argument zücken, dass man in einem Gespräch, in einer Diskussion mit einem Gegenüber ja auch in der Lage sein muss, selbstständig zu argumentieren. Man wird ja nicht in einer Gesprächssituation immer noch parallel ein KI-System befragen und so weiter, dass es einem die entsprechenden Argumente ausspuckt, sondern man muss ja sozusagen auch in der Lage sein, autonom agieren zu können. Ja. Und das wird aber nicht erleichtert werden. Ich glaube, das wird genau die Herausforderung werden. Auf der anderen Seite, wenn ich kein Argument finde, warum jemand kein KI-System einsetzen sollte in der Situation, das ist ein guter Hinweis, dass das eine Situation ist, in der die SchülerInnen genau lernen sollen, mit KI-Systemen umzugehen. Ja, wobei da, glaube ich, ein Unterschied vielleicht zwischen Ihrem und meinem Fach besteht, weil Sie natürlich von Berufswegen Menschen ausbilden, die ihrerseits ausbilden müssen. Und damit sind vermutlich Argumente, die Sie... Also Sie müssen Ihren Studierenden helfen, Argumente zu finden, damit die dann ihre eigene Position in der Klasse verteidigen können. Das ist bei Juristinnen und Juristen typischerweise nicht so, weil da irgendwie ja die eigene Position mit der gesellschaftlichen Macht verknüpft ist, die man in diesem Beruf ausübt. Und damit sind auch die Argumente, die Legitimationsanforderungen deutlich geringer, würde ich vermuten. Also ich kann mich an keine Diskussion mit Studierenden erinnern, wo die wirklich erfolgreich irgendwo geltend gemacht hätten, dass jetzt irgendeine Prüfung anders aufgesetzt werden sollte als bisher. Also es ist viel mehr top-down, als das bei Ihnen jetzt so klingt. Und meine Vermutung wäre, dass es deswegen bei den Juristinnen auch deutlich länger dauern wird, als vielleicht in der Didaktik der Mathematik, bis man sich hier umgestellt hat. Und die Frage, die ich da hätte, wäre, wie viel Zeit wir haben für die Umstellung. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht viel. Ja, ich möchte keine Jahreszahl sagen, aber ich glaube... Nö, aber es reicht ja schon, wenn Sie sagen, also ich will jetzt auch keine 3, 5 oder 18 Jahre, aber es würde mir schon reichen, wenn Sie sagen würden, das tritt wahrscheinlich im Berufsleben der meisten, die wir ausbilden, eher früher als später auf, ne, das Thema. Ja, genau, so wird es sein, ja, ich glaube. Ja. Und gleichzeitig gibt es bei den Juristinnen das Thema, vielleicht ist das ja aber dann bei den durchschnittlichen Mathelehrern gar nicht so anders, dass die natürliche Bereitschaft, sich mit diesen Entwicklungen zu beschäftigen, irgendwie eine Privatinitiative von einigen Engagierten sein mag, ne? Und jetzt nicht unbedingt Mainstream ist. Ja. Wie bringt man das in den Mainstream und wie gut ist Deutschland oder ist das deutschsprachige Europa beim Bringen in den Mainstream im Vergleich zum Beispiel zu den asiatischen oder zu den amerikanischen Bildungssystemen? Ich kenne mich jetzt in anderen Bildungssystemen nicht so gut aus, aber ich würde vermuten... Wer tut das schon? Das ist übrigens ein Thema dabei auch. Ja, wer tut das schon? Ja, ja, genau. Also alle unterwegs in dem Feld und sind im Grunde blind. Ja, da, also. Ja. Genau, also ich vermute also träge, ne? Also unser Bildungssystem ist träge, was immer Innovation anbelangt. Also wenn man einfach nochmal schaut, was das Fach Informatik anbelangt in der Schule, ist Deutschland einfach wirklich hinten dran seit Jahrzehnten. aber insofern glaube ich, wir sind da relativ träge. Wir haben aber auch das Problem, dass wir sozusagen die Systeme, die jetzt so auf den Markt geworfen werden, ChatGPT als Beispiel, nicht so ohne weiteres systematisch in der Lehre einsetzen können. Das handelt sich um ein US-amerikanisches Unternehmen,
Also DSGVO-mäßig, da können Sie wahrscheinlich mehr zu sagen, ist das ein No-Go? Ja, also ich kann jetzt nicht die Studierenden zwingen, beispielsweise das System notwendigerweise einzusetzen, um dann entsprechend anschließend das in der Prüfung zu verwenden oder so. Da hätte ich wahrscheinlich ein DSGVO-Problem. Riesenthema, ja, riesen auch ein strategisches Thema, weil das ja eben irgendwie schlecht individuell der einzelne Lehrende entscheiden kann und soll, ne? Ob er jetzt irgendwie das DSGVO-Risiko auf sich nimmt oder nicht. Und immer nur zu sagen, geht nicht, wird nicht reichen. Ne? Also, nee. Also ich sag mal, was die ideale Welt wäre natürlich, wenn es ein von der Hochschule oder von Hochschulverbünden oder vom Land oder so gehostete KI-Lösung geben würde, die man auch in seine Learning-Management-Systeme integriert hat und so. Das wäre sozusagen jetzt aus Datenschutz- und Informationssicherheitssicht und so weiter, das ist die ideale Welt. Aber ich glaube, davon sind wir noch lange entfernt. Das heißt, wir werden uns wahrscheinlich eine Zeit lang in einem Raum bewegen, in dem, ja, ich sage jetzt mal, mit grauen Lösungen gearbeitet wird. Und das ist natürlich unbefriedigend. Ja, und gut, vielleicht muss man auch die Rechtssituation, vielleicht entwickelt die sich auch weiter, das kann ich nicht einschätzen. Aber das ist natürlich, aber es ist auch nichts Neues. Ja, also wir verwenden auch alle Google und so weiter in unserer Arbeit und mit Arbeiten mit US-amerikanischen Betriebssystemen und so weiter. Also in gewisser Weise, ja, ist es jetzt keine komplett neue Qualität und kein komplett neues Problem, was aufgeworfen wird. Es wird aber natürlich von vielen ins Feld geführt, die jetzt grundsätzliche Abneigungen oder Vorbehalte gegen solche Systeme haben. Und da wird natürlich immer gleich die DSGVO-Schiene und so weiter gezogen. Also wir müssen einfach versuchen, jetzt in einem Feld, das sowieso schwierig und komplex ist, versuchen, in den nächsten Jahren dadurch zu navigieren. Ja, aber weil Sie jetzt sagen, es ist nichts Neues, die Erfahrungen der letzten Jahre, zumindest meiner Beobachtung nach, sind da nicht wahnsinnig ermunternd gewesen, nicht unter den Bedingungen der Pandemie dann in sehr kurzer Zeit Online-Learning-Systeme einzuführen, hat ja nicht dazu geführt, dass plötzlich alle gerufen hätten, das wäre DSGVO-konform und man könne ja dieses oder jenes System ohne weiteres einsetzen, sondern im Gegenteil, nicht? Wir haben Monate oder manchmal jahrelang darüber diskutiert, ob man jetzt eigentlich wirklich nur Jitsi einsetzen darf oder wirklich nur Big Blue Button oder auch irgendwas anderes, ne? Ja. Und wenn man das hochrechnet, dann wäre ich da jetzt nicht so wahnsinnig optimistisch, dass das jetzt hier so ganz anders verlaufen wird. Ja, genau. Es hat aber auch gezeigt, dass die Diskussion sehr intensiv geführt wurde und es hat auch Veränderungen gegeben. Also ich dachte jetzt mal, keine Ahnung, weiß nicht, also zum Beispiel Zoom wurde ja auch lange diskutiert als kritisch und so weiter. Mittlerweile gibt es Zoom X, das in Deutschland oder in EU gehostet wird und so. Also vielleicht wird sozusagen die DSGVO-Diskussion in Europa auch dazu führen, dass US-amerikanische Unternehmen eben, um sich diesen Absatzmarkt zu sichern, dann auch die DSGVO-konform mehr ja, die Systeme bereitstellen. Das ist natürlich fünf Jahre später vielleicht und dann mit den diversen Einschränkungen, bei denen man durchaus fragen kann, ob sie eigentlich ihnen einen Sinn machen. Also ich weiß nicht, ob die Tatsache, dass irgendein Server in Europa steht, irgendeine Auswirkung hat jetzt real auf meine Informationssicherheits- und Datenschutzposition, nicht? Aber das ist mein Fach. Sie verzeihen, dass ich das so reinbringe, aber ich bin da ein bisschen pessimistischer. Es gibt eine grundsätzliche Frage, die vielleicht wieder stärker in Ihr Fach zurückführt. Da sagt jemand oder erhebt jemand die These, dass die Schere zwischen guten und schlechten Schülerinnen und Schülern stark verschärft werden würde durch den Einsatz solcher Systeme. Hochgerechnet auch dann also der Unterschied zwischen guten und schlechten Studierenden. Würden Sie dem zustimmen? Die Gefahr ist groß, ja, genau. Man nennt es auch den Matthäus-Effekt oder den Schereneffekt. Also dem wird gegeben. Ne? Dass die Gefahr besteht, genau, dass diejenigen, also es werden einfach neue kognitive Anforderungen stehen im Raum, nämlich man muss in der Lage sein, ein KI-System versiert und souverän zu benutzen. Das heißt, es geht darum, mache ich gute Prompts oder schlechte Prompts? Auch die Tatsache, überhaupt Zugänglichkeit oder wie soll ich sagen, offen zu sein für solche Systeme. Und das wird eine bestimmte Art und einen bestimmten Typ von Schüler oder einen bestimmten Typ von Studierenden wird das übervorteilen. Ja? Mhm. Da muss man natürlich aufpassen, dass das nicht eintritt. Das hängt aber davon ab, wie man mit diesen Systemen umgeht. Ich glaube auch auf der anderen Seite bieten diese Systeme große Chancen für
gerechtere Bildungssituation oder Bildungsgerechtigkeit. Also wenn man zum Beispiel an inklusive Settings denkt, könnte ein System dabei helfen, vielleicht, das kann ChatGPT auch schon, Texte in einfacher Sprache zu formulieren. Ne? Also sozusagen für bestimmte SchülerInnen dann einfacher oder leichter verständliche Texte zu generieren. Oder Schüler können für sich selbst andere Erklärungen generieren. Ich habe diese Erklärung nicht verstanden. Bitte erkläre es mir nochmal einfacher oder so. Das kann das System auch. Ja? Also, dass man SchülerInnen beibringt, in diesem Sinne das System zu benutzen, damit sie ein individuelle Hilfe bekommen. Individuelles Feedback können diese Systeme unter Umständen auch zukünftig leisten. Also ich gebe selbst meine Aufgabe in das System und bekomme ein Feedback von dem System, was ich in dieser Form, in dieser Allgemeinheit, es gibt natürlich schon Werkzeuge, die das können, aber immer nur sehr inhaltsspezifisch. Das heißt, das kann das in der Allgemeinheit vielleicht auch leisten. Und wenn man beispielsweise an blinde Menschen denkt, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass so ein Chatbot, wenn er dann auch gekoppelt ist an ein Audiosystem, zukünftig auch eine große Unterstützung und Hilfe sein kann. Also es hängt davon ab, wie man die Systeme einsetzt und man muss das im Blick behalten. Also das stimmt auf jeden Fall. Also man muss aufpassen, dass der Digital Divide nicht größer wird dadurch, dass man jetzt neue Digital Systems hat, die man einsetzt. Ja, apropos Digital Divide und apropos Träge in deutschsprachigen Ländern. Meine Erfahrung, ich würde gerne zwei Erfahrungen mit Ihnen hier jetzt teilen. Die eine Erfahrung ist, dass man natürlich diese Entwicklungen, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema befasst hat, seit Jahren hat kommen sehen und jetzt irgendwie mit ChatGPT da jetzt eine Welle an Aufregung entstanden ist, die eigentlich seit Jahren absehbar gewesen wäre. Sodass man da schon ein bisschen spät jetzt in der öffentlichen Wahrnehmung ist. Und aber zweitens, das ist jetzt das Wichtigere, wir alle eigentlich ganz stark auf uns selbst gestellt sind, wie wir uns überhaupt orientieren, auch als Lehrende orientieren in dem, was da los ist und was da passiert und wie es passiert und was diese Systeme können und was sie nicht können. Und wir sitzen alle jetzt irgendwie vor Rechnern und produzieren Prompts vor ChatGPT und überlegen, wie sinnvoll das ist. Und das ist ganz lustig, wenn man das so beruflich macht wie Sie oder ich. Ja, es ist jetzt, wenn man in Wirklichkeit jetzt seit 40 Jahren Mathe-Lehrerin am Land ist und irgendwie 3 Jahre noch bis zur Rente hat, nicht so ganz lustig. Und wenn man, auch wenn man jetzt Scheidungsrichter ist oder in Wirklichkeit lieber, keine Ahnung, Latein unterrichten möchte oder was auch immer. Also wie erreichen wir, dass wir irgendwie in den lehrenden Disziplinen eine ausreichende Orientierung darüber erlangen, was da überhaupt passiert? Ja? Also Und wer ist dafür zuständig? Also müssen wir jetzt irgendwie Taskforce bilden an Unis in Informatikkompetenz oder KI-Kompetenz für alle oder wie oder macht man das weiter irgendwie mehr oder weniger autodidaktisch oder ist das auch eine strategische Aufgabe von Hochschulen? Also wir müssen als Gesellschaft, also die Frage nach der Strategie ist immer eine, ob man es als Gesellschaft sozusagen dem Einzelnen überlassen möchte oder ob man es strategisch sozusagen in Lehrplänen und in Bildungsinstitutionen haben möchte. Und ich glaube, als Gesellschaft werden wir gut beraten, darum das strategisch einzufordern. So, also das heißt, die Hochschulen und Bildungsträger und so weiter. Ja? Irgendwer muss das denen ja dann beibringen. Also es muss ja eigentlich eine Stufe 0 geben. Genau, genau. Also wir brauchen wahrscheinlich eine große Fortbildungsoffensive, aber das ist immer schon kritisch. Also Fortbildung im Bereich des Einsatzes digitaler Medien im Unterricht und so weiter gibt es ja auch schon seit Ewigkeiten. Die werden aber auch nur sehr zögerlich angenommen und der eigentliche Booster war die Pandemie und der Lockdown. Ja, also vorher war eben der Einsatz digitaler Systeme auch mehr oder weniger dem Einzelnen überlassen und dann kam der Boost, der Fortbildungsboost sozusagen durch Corona, wo sich jeder mehr oder weniger autodidaktisch selbst fortbilden musste. Eigentlich bräuchten wir eine große Fortbildungsoffensive, die ich aber auch ehrlich gesagt nicht wüsste, wie man die jetzt gestalten soll. Ich meine, man kann doch jetzt nicht ChatGPT-Fortbildung anbieten, weil das ist jetzt ein System, das mal der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wurde. Also eigentlich bräuchten wir etwas, was längerfristig und angelegt und allgemeiner ist. Ne? Also dazu müsste man auch ein bisschen sehen können, in welche Richtung geht es denn in Zukunft. Also wir wollen ja nicht für heute fortbilden, sondern auch für die nächste Zeit und so. Und das ist gerade in dem Bereich schwierig, weil es natürlich eine hohe Dynamik entwickelt. Also wie müsste man solche Fortbildungen gestalten und wer ist geeignet, diese Fortbildung zu geben? gute Frage. Ja.
Ja, und führt dazu, dass wenn wir die Frage stellen, aber sie nicht beantworten, dass wahrscheinlich im Wesentlichen Autodidaktik übrig bleibt, nicht? Und aber dann von autodidaktisch sich fortgebildet habenden Lehrenden, die 30 Jahre älter sind als ihre SchülerInnen, zu verlangen, dass die ihnen jetzt das irgendwie sinnhaft beibringen, das hat noch nie funktioniert, ne? Ja, das wird eine Schwierigkeit sein. Ja, und das ist eine bekannte Schwierigkeit. Hm. Es gibt Bundesländer in Deutschland, bei denen sozusagen auch gewisse Fortbildungszwänge existieren. Also man muss sich fortbilden und so weiter. Und dann kann man ja, aber da kann man natürlich auch bestimmt wählen. Und es gibt Bundesländer, denen ist das nicht der Fall, meines Wissens. Das heißt, es wird wahrscheinlich dazu führen, dass in den Großteilen der Klassenzimmern das keinen Einzug hält, weil entsprechend die Lehrerinnen und Lehrer nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen und auch keine entsprechenden Fortbildungen erhalten haben oder nicht daran teilnehmen möchten. Das geht natürlich, ist natürlich sozusagen auch der Effekt. Ja. Und das gilt dann vermutlich auch für die Hochschulen, nicht? Da wird es dann auch nicht plötzlich. Genau das Gleiche, ja. Genau, ja. Noch schlimmer vielleicht, ja. Also da sind wir ja noch autonomer sozusagen ein Stück weit, der Lehrende noch ein Stück weit autonomer. Und da werden natürlich jetzt auch schon Fortbildungen angeboten. Also es gibt jede Menge Online-Fortbildungen zu ChatGPT oder KI-Systemen und auch Präsenzveranstaltungen hier und dort. Aber wie viele erreicht man damit? Ja, da erreicht man wahrscheinlich auch nur einen kleinen Teil derjenigen, die es betrifft, zukünftig. Ja, und hat dann irgendwie mit der ohnehin schon schwierigen Motivationslage von Hochschullehrenden zu tun, was jetzt die Lehre betrifft, nicht? Also das ist ja mitunter nicht immer so, dass das das Allerwichtigste in der eigenen Berufsgestaltung ist. Ja. Ja, das stimmt. Hat Ja. aber, ich meine, die KI-Systeme haben auch erhebliche Auswirkungen auf den Bereich Forschung. Wir müssen auch, ich weiß nicht, ob wir dazu noch Zeit haben, aber Wir haben viel Zeit, wir haben also alle Zeit der Welt. das betrifft natürlich dann das trifft vielleicht den einen oder die andere noch härter dann von den Hochschullehrenden, die ja in der Regel auch ForscherInnen sind und wissenschaftlich publizieren und so weiter. Also wenn sie sich dann damit auseinandersetzen, ob ihr Doktorand, ihre Doktorandin ChatGPT eingesetzt hat bei der Produktion ihrer Thesis, ihrer Dissertation, ist natürlich immer eine ganz andere Frage. Oder anders gesagt, WissenschaftlerInnen werden auch lernen, dass KI-Systeme eine große Hilfe sind bei der Erstellung oder beim wissenschaftlichen Arbeiten. Also wenn es allein um Literaturrecherche gibt, da gibt es ja schon Tools wie Research Rabbit oder Elicit und so weiter, die einem dabei helfen, einfacher als bislang relevante Literatur zu finden. Und natürlich können auch KI-Sprachsysteme wie ChatGPT oder ähnliche dabei helfen, wissenschaftliche Artikel zu produzieren. Ne? Sie sollen sie nicht alleine schreiben und das können sie auch noch nicht. Also sie können noch nicht gescheit zitieren und so weiter, aber sie können doch als Schreibpartner im Schreibprozess sozusagen einen dabei unterstützen, sodass man schneller, effizienter, bessere Texte produzieren kann. Warum nicht? Also vielleicht bekommt man WissenschaftlerInnen eher über diese Schiene. Und dann kann es natürlich wiederum Einzug halten in ein wissenschaftliches Studium, in dem ja auch Schreibprozesse eine Rolle spielen und so weiter. Meine These wäre, man kriegt sie am ehesten, wenn man sie davon überzeugt, dass auch das Bewerten automatisiert werden kann oder weitgehend automatisiert werden kann. Nie mehr 100 Klausuren lesen müssen, sondern nur noch die Zusammenfassung. Ich Also glaube, vielleicht ist es eine ganz gute Idee. Also vielleicht können wir das Fortbildungsproblem, das wir eben angerissen haben, dadurch lösen, dass man alle dort beim Schopf packt, wo es ihnen bei ihren eigenen Arbeitsprozessen Erleichterung bringt. Das ist eine gute Idee. Das muss man mal durchdenken. Ja. Ja, gut, noch so eine Frage, die eh in eine ähnliche Richtung geht und die eigentlich viel grundsätzlicher ist und irgendwie in die Informatikgeschichte bis in die 70er Jahre zurückführt, nämlich wie viel an technischen Hintergründen man in die Breite tragen muss und wo man KI-Systeme demystifizieren könne, ohne alle in Informatik auszubilden. Sie haben ja vorher auch so ein Wort, also ein großes Wort gelassen, ausgesprochen, das nach der Medienkompetenz, das von der Medienkompetenz. Was bedeutet denn das alles? Was ist denn jetzt eigentlich das Kompetenzziel? Also, ich glaube nicht, dass wir alle zu InformatikerInnen ausbilden müssen, na klar. Ne? Aber ich glaube, wir müssen noch mehr als bislang Wissen über die Wirkungsweisen von Informatiksystemen in die breite Gesellschaft bringen. Und das ist ein Punkt, der auch schon lange diskutiert wird und wo ich auch eine klare Position habe. Wir brauchen in den Schulen das Schulfach Informatik, in dem gewisse grundsätzliche Kompetenzen
im Bereich der Informatik und Informatiksysteme vermittelt werden. Also Menschen in unserer von Digitalisierung geprägten Gesellschaft brauchen eine Vorstellung davon, was ist ein Algorithmus, wie werden Daten verarbeitet, wie werden aus Daten Informationen gewonnen, was bedeutet es, informatisch zu modellieren, funktionieren Informatiksysteme und so weiter und auch, wie funktionieren KI-Systeme. Und das ist nichts, was man irgendwie so als Gesellschaft sollten wir das sozusagen auch wieder systematisch von unserem Bildungswesen fordern, dass das eben dort systematisch implementiert ist, weil diese Informatiksysteme natürlich eine gewisse Gefahr bieten, bergen nämlich die Gefahr, dass Menschen manipuliert werden, heute schon und in Zukunft. Also diejenigen, die wissen, wie man Algorithmen einsetzt, wie man KI-Systeme einsetzt, könnten eine große Masse, die nicht weiß, wie das funktioniert, für ihre Zwecke manipulieren. Das passiert heute ja schon durch Big Data, Maßnahmen der großen Konzerne. Das wird ja schon lange diskutiert. Also insofern ist es eine Gefahr für die Selbstbestimmung der Menschen und für die Demokratie letzten Endes auch. So, das heißt, wir müssen die Menschen empowern in einer von Digitalisierung geprägten Gesellschaft. Und das geht nur durch Bildung, durch informatische Bildung. Und das ist das Argument, mein Hauptargument für die Einführung des Fachs Informatik in der Schule, in dem dann auch grundsätzlich die Wirkungsweisen von KI-Systemen diskutiert werden müssten. Ja. Das dauert natürlich. Ne? Klar, wir müssen heute schon loslegen, aber in Zukunft müsste das so sein. Ja, ich wäre der Letzte, der Ihren Ruf nach Bildung an der Stelle ein wenig konterkarieren würde wollen, aber ich will gleichzeitig doch noch erinnern daran, dass die Frage ist, ob halt dieses bloße Wissen reicht. Ne? Also es gibt inzwischen doch einen ganzen Haufen an Menschen, die wissen, wie Algorithmen funktionieren und wie Daten- und Big-Data-Anwendungen funktionieren und auch, dass da manipulative Tendenzen eine Rolle spielen mögen. Das ändert aber nichts daran, dass alle, die das wissen, trotzdem diese Systeme nützen oder nützen müssen. Also irgendwo entsteht dann auch die Frage nach der Regulierung. Ne? Und die ist sehr schwierig zu beantworten, solange man mit Systemen arbeitet, die eben nicht europäische Werte repräsentieren. Nicht? Also da steht jetzt da ein wenig ratlose IT-Jurist. Ja? Also, genau, ja, es ist ja immer so ein, wie soll ich sagen? Nur weil ich weiß, um es noch auf den Punkt zu bringen, nur weil ich weiß, dass das, was in ChatGPT ausgeworfen wird, einen Algorithmic Bias haben mag, der irgendwas mit den amerikanischen Werten zu tun haben mag, die da drinnen eingeflossen sind, ändert nichts daran, dass ich das einsetzen muss oder zu müssen glaube, wenn ich keine europäische Alternative habe. Und da, dieses Dilemma kann ich nicht auflösen, indem ich alle anderen auch noch darüber belehre, dass da ein Algorithmic Bias drinnen ist, weil es das System ja immer noch nicht gibt und ich sie nicht in die Höhle zurückschicken kann. Ja, das ist richtig, ja, genau. Also das Wissen alleine nützt natürlich auch wenig, also Wissen sowieso, sondern es geht natürlich auch darum, Handlungskompetenzen und um Einstellungen und Werte und so weiter, all das muss vermittelt werden. Trotzdem ist es natürlich so, dass wenn ich keine andere Möglichkeit habe, als ein System zu nutzen, das trotzdem meinen Werten und Einstellungen und so weiter widerspricht, bin ich immer vor der Situation, nutze ich es jetzt oder nutze ich gar nichts? So. Ich meine, es ist immer noch besser zu wissen, dass da so ein Bias drin ist und wenn ich es nutze, dass sozusagen es auch kompetent nutzen kann in dem Sinne, dass ich eben das Ergebnis beurteilen kann und verstehe, wie das Ergebnis zustande gekommen ist und dass da dieser Bias drin steckt und so weiter. Aber vermutlich wird es in Zukunft trotzdem immer, es muss natürlich immer eine Balance sein zwischen Bildung und Freiheit, bestimmte Dinge nutzen zu können auf der einen Seite und Regulierung auf der anderen Seite. So. Und wie Sie sagen, es ist schwierig, das jetzt einzuschätzen, wenn man noch nicht genau weiß, wohin die Reise geht. Ja, was mich vielleicht zu einer fast letzten Frage führt, Herr Spanagel, wenn Sie erlauben, das wäre die, wie Sie denn jetzt Ihre persönliche zeitliche Ressource einsetzen, wenn Sie sich jetzt auf das nächste Semester nach Ihrem Forschungssemester vorbereiten. Also wie viel davon ist jetzt autodidaktische Weiterbildung, wie viel davon ist Regulierung und wie viel ist eigentlich der Content, für den Sie bezahlt oder zumindest angestellt wurden? Ich persönlich habe da nicht so ein großes Problem, weil ich sozusagen ja auch, also mein Forschungsbereich ist ja der Einsatz digitaler Werkzeuge und Medien zum Lernen und Lehren in Mathematik und Informatik. Und das ist ein Glück. Ja, also insoweit haben wir beide irgendwie die Ausrede, dass wir immer sagen können, das ist ja auch Teil des Jobs. Ja, aber das ist jetzt, die Frage hat ein bisschen weiter ausgeholt. Ja, wie integriert man das in die ohnehin schon komplexen Arbeitsanforderungen von Hochschullehrerinnen?
Ganz praktisch, ja. Das tun wir alle jetzt. Ja. Also nicht Sie und ich, die das auch beforschen, sondern jemand, der eben in Wirklichkeit Geografielehrer und ausbildet oder Latein, ja. Oder Erbrecht. Ja, und nicht nur, genau, das betrifft ja nicht nur die Hochschullehrerinnen, sondern insbesondere auch die LehrerInnen, die jetzt eigentlich viel, viel näher und maßgeblicher noch davon betroffen sind. Weil ich glaube ja sozusagen, dass das Cheating bei Hausaufgaben in Schulen eine noch viel größere Herausforderung ist für LehrerInnen als die Herausforderungen, an denen wir an Hochschulen stehen. Und alle Lehrenden, die insbesondere die mit viel Lehre, sind natürlich ohnehin immer schon an der Grenze zum Burnout. Also das ist natürlich echt ein Problem. Und da habe ich auch kein positives Fazit am Ende oder so, sondern wir müssen halt alle versuchen, trotz neuer Herausforderungen und Schwierigkeiten irgendwie gesund zu bleiben, auch bei dem, was wir tun. Ja? Also wir müssen wahrscheinlich auch Abstriche machen in der Qualität oder in den Entscheidungen, die wir treffen, weil wir nicht 24/7 nur uns kümmern können um die Vorbereitung unserer eigenen Lehre. Na, wir haben ja auch noch Familie und Hobbys und so weiter. Und da muss wahrscheinlich jeder Einzelne in irgendeiner Weise Prioritäten setzen. Ja. Allerletzte Frage, vielleicht eine ganz kurze persönliche Einschätzung. Meine Einschätzung ist, dass das dass diese ganz großen strategischen Herausforderungen, wie sich eigentlich das Berufsbild verändert, wie sich die zeitlichen Belastungen verändern und so weiter, bei denen, die da irgendwie was ändern müssten oder denen, die da irgendwas entscheiden können, noch nicht so wirklich angekommen sind, weil ja schon die faktischen Voraussetzungen, was ist da überhaupt los im Feld, dort nicht ankommen. Ne? Und meine Beobachtung an der Stelle ist, es wird wieder ziemlich lange dauern, bis das ankommt. Und man muss wahrscheinlich trotzdem optimistisch bleiben und hoffen, dass es vielleicht diesmal schneller geht. Ja. Aber jetzt eine Frage daraus machend, wäre Ihnen aufgefallen oder sehen Sie irgendwo eine Best Practice in Europa, irgendwo, wo eine strategische Steuerung dieser Entwicklung im Bildungssystem stattfindet? Also in einem Ministerium oder in einer sonstigen koordinierenden Einrichtung? Nee, da muss ich passen. Also da kenne ich mich gar nicht aus. Ist mir auch nichts untergekommen in der Art. Und ich glaube aber genauso wie Sie sozusagen, dass die Regulierung an der Stelle wahrscheinlich noch lange auf sich warten lässt, weil diese Prozesse eben lange dauern. Mhm. Also Bildungssysteme sind verdammt träge. Ich schaue da auch nicht so richtig optimistisch in diese Richtung. Ja. Mhm. Gut, das ist ja auch ein Ende. Das muss ja, genau. Nee, ich würde vielleicht sollten wir doch noch positiv enden. Also auf der anderen Seite, solange nichts reguliert ist, haben wir auch Freiheit und Freiräume, sodass jeder Einzelne auch ermutigt werden sollte, eigentlich mit diesen Systemen ein Stück weit zu experimentieren, neugierig zu sein und neugierig zu bleiben, weil die Entwicklung ist ja eine auch sehr spannende und die Werkzeuge sind ja auch sehr hilfreich und nützlich. Und insofern, also ich persönlich beobachte da, was da passiert im Regulierungsbereich und so weiter, freue mich aber drauf, da weitere Tools ausprobieren zu können und zu schauen, wie können die mir meine Arbeit erleichtern. Und das ist ja auch, denke ich, das kann ja auch jeder vielleicht in einem gewissen zeitlichen Rahmen machen, der ihm oder ihr zur Verfügung steht. Genau, das wäre auch meine Antwort auf diese Überlastungsproblematik. Man muss sich irgendwie den Spaß am Gerät erhalten. Ja? Und solange man den Spaß am Gerät hat, ist es ja dann vielleicht auch nicht nur Belastung, sondern vor allem auch Spaß. Genau. Vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Sparnagel. Vielen herzlichen Dank Ihnen, die Sie zugehört haben. Ich möchte Ihnen nochmal ganz, ganz dringend empfehlen, dem Herrn Sparnagel auch über seine diversen anderen Kanäle, zum Beispiel über diesen YouTube-Kanal zu folgen oder aber seine Artikel zu lesen, zum Beispiel diesen hier, wo er das noch weiter ausgeführt hat, worüber wir gesprochen haben. Ich danke ihm dafür, dass er sich die Zeit genommen hat. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie sich auch Ihre Zeit genommen haben. Ich hoffe, dass es Sie interessiert hat. Ich hoffe, dass wir verbunden bleiben. Vor allen Dingen aber hoffe ich, dass wir alle gesund bleiben oder so rasch wie möglich so gesund wie möglich werden. Alles Liebe und Gute von uns beiden und bis bald. Auf Wiederhören.